Ihr wollt Fortnite-Items gratis? Aus dem Itemshop? Jetzt ist die Möglichkeit, einen Kommentar zu schreiben mit eurem Fortnite-Namen. Jetzt einfach ein Abo dalassen und ein Like dalassen, den Kommentar posten und dann habt ihr das freie Fortnite-Item-Giveaway betreten. Ja, ich würde sagen, los geht's mit dem Video. Bitch, you know I'm saucin', yeah, I do this often. Think that she the one, bitch, you know that I got options. Diamonds on my neck, yeah, they drippin' like a faucet. Pull up what it take when you walk, proceed with caution. Alle Inhalte, die ich in diesem Video zeigen werde, sind nochmal in der Videobeschreibung verlinkt, sind copyright-free, also könnt ihr frei downloaden. Heute machen wir mal ein Thumbnail wie dieses hier. Ja, wie man das macht, ist eigentlich recht easy. Ihr braucht erstmal so einen Rahmen, diese Streifen, wie bei Fortnite, wenn ihr mit irgendeinem Gefährt schnell fährt. Dann braucht ihr noch so einen Skin. Ja, ich habe mir hier aus Google ein Bild rausgesucht, das gut aussieht. Nämlich googelt ihr dazu eure Stadt und Fortnite oder das Spiel, was ihr haben wollt. Ihr nehmt dann mit Rechtsklick und dann Grafik kopieren, nehmt ihr das und dann wechselt ihr in Paint. Nachdem ihr wieder in Paint.net seid, geht ihr wieder auf euer Bild, auf euer Rahmenbild. Dort fügt ihr eine neue Ebene ein und zieht die unter den Hintergrund. Das Ganze machen wir mit linker Maustaste. So. Das fügen wir jetzt ein mit Steuerung V und gucken, dass schön am Rand ist. So, was wir jetzt machen, wir passen das gut ein, sodass das auf die ganze Bildgröße, das heißt auch unter den Rahmen kommt. Es muss nachher so aussehen, dass es den kompletten Bildschirm überstreckt. Und ja, dann ist dort der Rahmen. Ihr wundert euch jetzt, bei dem Thumbnail ist doch der Rahmen viel durchsichtiger. Ja, und das ist der nächste Schritt, nämlich den Rahmen machen wir durchsichtig, indem wir hier einfach die Deckfähigkeit bei Eigenschaften hier in der Ecke runterschieben. Ich würde es mal so machen, dass man den Hintergrund durchsieht, aber der Rahmen auch noch relativ sichtbar ist. So, jetzt sieht das schon mal besser aus. Jetzt gehen wir wieder auf unsere Ebene 2 und machen den nächsten Schritt. Das nämlich mit Effekte, Unschärfe und Weichzeichner und dann gehen wir auf den grauen Weichzeichner. Ja. Wir sind hier jetzt und sehen, dass der Hintergrund unschärfer ist. So, das Ganze, weil wir natürlich auf die Weichzeichner gegangen sind. Ja, ich habe im Video ein paar Audiobugs gehabt, deshalb musste ich das ganze Video jetzt nochmal neu starten und mache diesen Weichzeichner-Schritt jetzt nochmal. Ich stelle den kurz ein. So, wir sind jetzt wieder beim nächsten Schritt. Ja. Wir nehmen jetzt unsere Streifen, kopieren die, fügen die in diesem Bild hier ein. Ihr seht, sie werden von anderen Sachen blockiert und sind deshalb durchsichtig. Also entfernen wir das nochmal mit STRG C und machen eine neue Ebene. Nachdem wir das gemacht haben, fügen wir das nochmal ein und passen es an. Das Ganze müssen wir diesmal nicht mit Shift machen, sondern einfach nur so, dass es auf den kompletten Rahmen passt, dass es aussieht, als wäre es direkt wie im Fortnite-Spiel. Ja, als nächsten Schritt brauchen wir unseren Skin, den wir hier einfügen werden. Das Ganze auch wieder mit STRG A und STRG C. Und ja, wir machen wieder eine neue Ebene, sodass es wieder cool aussieht. Packen die unter unsere Streifen, fügen das ein. Leinwandgröße müssen wir immer beibehalten, damit das nicht verändert wird. Und passen den schön ein. Das Ganze mache ich jetzt mal kurz schnell, so dass der okay aussieht und nicht irgendwie blöd. So, das Ganze mache ich jetzt mal schnell. So, fertig. Das ging jetzt etwas schnell. Wer will, kann nochmal zurückspulen oder das Video pausieren. Ja, wir werden jetzt wieder eine neue Ebene hinzufügen und werden einfach jetzt den Text machen. Nämlich neue Ebene und die packen wir diesmal unter unseren Skin. Wählen die aus und machen einen Text. Ich werde die Schriftgröße und Schriftart verlinken in der Videobeschreibung. Also, ja, Schriftgröße 72, Schriftart Dimbo. Dimbo, bra. Dimbo. Ja, jetzt werden wir unseren Text schreiben. Also, das kann alles sein. How... Natürlich richtig geschrieben.
How to make, dann, ihr wollt das natürlich cool aussehen haben, deshalb macht ihr nur eine Textzeile und dann macht ihr einen neuen Text. How to make a thumbnail. Ja, den ganzen Text habe ich jetzt mal schnell vorwärts gemacht, weil es einfach sonst blöd wäre, mir einfach beim Schreiben zuzusehen. Ich habe es ein bisschen schön gemacht, habe eigentlich nur das hingeschrieben, habe es darunter geschrieben und mehr nicht. Das Ganze könnt ihr jetzt frei irgendwo hin tun, egal, YouTube-Schnitt, YouTube-Thumbnail, irgendwas, Hintergrund, egal, alles copyright-free, könnt ihr alles verwenden. Ich gebe euch auch für dieses Video das Recht, das in Videos einzublenden, das bitte aber auch nur mit meinem Videolink oder sonstigem. Demonstrate.